Willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Diesen Mittwoch schräges Thema, aber ist halt so. Ich bin heute am Montag und nehme dieses Video auf, weil ich leider weiß, dass ich am Mittwoch wahrscheinlich nicht reden kann. Ich spüre die typischen Anzeichen von einem Overload, die mich gerade anfangen anzufallen, mich zu überfallen, auf mich zuzurollen. Also, wollte ich euch mal erzählen, wie das so ist, woran ich das merke. Ich mag es leider Gottes nie, bevor es sich entwickelt, also so, dass ich es aufhalten könnte. Ich bin auch jetzt in einer Situation, wo ich leider nicht sagen kann, hey, stopp, hier und jetzt, oder dass ich irgendwas nehmen kann oder irgendwas tun. Jetzt heißt das Motto, Augen zu und durch. Und ja, dann dachte ich, vielleicht wäre es interessant, einfach mal, weil ich das mir irgendwie nie merke, weil ich weiß es unterbewusst, aber ich versuche nicht dran zu denken, weil ich sonst irgendwie ja die ganze Zeit nur drüber nachdenken würde, auf diese Zeichen zu achten, und das wäre ja auch nicht gut. Also, eins der ersten Zeichen ist ein Druck. Der fängt hier an und zieht sich dann ganz weit über den ganzen Kopf und ist eigentlich echt unangenehm. Das zweite Zeichen ist extreme Müdigkeit, also so richtige Müdigkeit, obwohl man im Prinzip nichts getan hat, oder man kann auch viel getan haben. Also es ist dann nicht so, dass ich habe viel getan heute, könnte also auch einfach davon kommen, aber meistens ist es dann auch diese komische Müdigkeit, keine richtige Müdigkeit, sondern so müde sein und überdreht sein. Ich bin jetzt müde und würde eigentlich im Prinzip mich zu Larry hier legen und mich am liebsten nicht mehr bewegen. Aber parallel würde ich am liebsten gerade Marathon rennen, also so vom Eindruck her. Würde ich nie machen, ich bin keine Sportskanone, aber so einfach mal vom, damit ein Beispiel da ist. Die Kopfschmerzen sind wirklich fies, also wirklich richtig fies, die werden auch immer stärker und immer stärker, und irgendwann ist es dann wie so eine Explosion. Es ist dann richtig stechende, fiese Schmerzen. Der Vorteil ist, am Mittwoch müsste ich dann die Hälfte überstanden haben und am Freitag kommt dann wie gewohnt ein Video. Nächstes Ding, wo man sagen kann, ist, ich bekomme Sprachprobleme. Also ich merke es an Kleinigkeiten, ich verwechsel plötzlich Worte oder sag ganz komische Sachen, die eigentlich keinen Zusammenhang mehr haben. Ich spüre dieses, auch wenn ich noch so mich anstrenge, ist es, als ob jedes Wort 3 Kilo wiegen würde und ich keiner, also weißt du, so ein Satz dann 1000 gefühlte Kilo wiegt und ich nicht mehr wirklich weiß, wie soll ich den jetzt rauskriegen. Ist irgendwie schwer zu beschreiben, aber ich versuche es eben gerade, weil ich denke, das könnte vielleicht interessant sein. Es könnte auch ein kürzeres Video werden als gewohnt, aber weil ich eben, wie gesagt, nicht weiß, was losgeht. Hat irgendwie sowas von, wenn man sieht, dass Regenwolken sind und man nicht weiß, wann der Regen dann runtergeprasselt kommt und dich total erwischt. Man aber schon Regenschirm dabei hat und trotzdem weiß, man wird nass. Also, Mom hat mir gerade gesagt, zum Beispiel, geh doch einfach und leg dich schlafen. Aber das hilft dann auch nicht. Also, bisher habe ich noch nichts gefunden, um dieses Problem aufzuhalten, dass es nicht kommt. Also, was ich sehr schade finde. Ich habe viele Tricks gefunden, die danach helfen, aber eben noch nichts, was währenddessen hilft. Ja, ich wiederhole oft Dinge, also entschuldigt, falls ihr irgendwas schon das dritte oder vierte Mal hört. Ich spüre dieses, auch wenn es komisch sich klingt, aber wie mein ganzer Körper aus allem irgendwo, aus allen Reserven noch Energie rauszieht, weil er irgendwie nicht weiß, wo er sonst jetzt, was er sonst machen sollte. Ich spüre auch, dass ich denke, ich habe Hunger, aber dann anfange, einen Liter zu trinken, einfach nur, weil ich nicht mehr genau weiß, was, also weil ich die Sachen verwechsel und
nicht so genau unterscheiden kann. Also dieses, ich will eine Gabel und nehme mir drei Löffel, was dann nicht wirklich weiterhilft. Mein Kreislauf spielt verrückt, also mir ist echt schwindelig. Ja. Ja, das kann ich euch dazu sagen, was so davor ist. Was danach recht gut hilft, ist Lasea. Das sind Lavendeltabletten oder Lavendeltee. Also Lavendel an sich hilft mir immer sehr gut. Also der ist beruhigend und dann auf jeden Fall auch sehr wichtig ist, ich werde dann jetzt die nächsten Tage mich erstmal ins Bett legen. Also da passiert nicht viel. Ich werde schlafen. Das ist sehr wichtig. Ich muss jetzt danach viel schlafen, damit mein Körper sich wiederholt und alles. Was es ausgelöst hat, kann ich euch nicht sagen. Ich habe die letzte Zeit, glaube ich, etwas zu viel gemacht. Also nicht nur heute, einfach auch die letzten Wochen war ich extrem viel für meine Verhältnisse unterwegs, habe viel erledigt, habe auch hier im Haus viel gemacht, was ich eben an sich nicht so viel machen hätte sollen. Ich war eigentlich, ich habe nicht viel gemacht, was man, also normale Leute könnten viel mehr machen, die würden jetzt lächeln. Ich war eben dreimal letzte Woche beim Edeka, was für mich wohl schon viel zu viel war. Ja. Oder ich weiß es nicht, ich kann es nicht genau unterscheiden, was das Problem auslöst. Es kann auch einfach sein, dass es dann ein Eindruck zu viel war. Aber es hilft auch noch. Viel Schlafen hilft, Lavendel hilft, Baldrian hilft, wenn man theoretisch nicht schlafen kann. Kopfschmerztabletten helfen leider gar nicht. Das ist das Prinzip Augen zu und durch. Mamas Kopfschmerztabletten helfen manchmal etwas, wo mir gerade einfällt. Auf jeden Fall, wenn ich hiermit fertig bin, muss ich da auf jeden Fall eine nehmen, weil die hilft schon im Problem. Weil dann tut es etwas weniger weh. Das war echt schmerzhaft. Scheiße, wenn man weiß, dass es auf einen zurollt und man nichts tun kann. Es hat so diesen, die Wand kommt auf dich zu und man läuft trotzdem weiter im Moment. Also, ist echt doof. Was hilft noch? Essen. Also ich werde auf jeden Fall heute noch mehr essen als normal, weil ich eben dafür sehr viel Energie verbrate. Also bei mir ist das zumindest so. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Ich werde auf jeden Fall noch was Milchiges trinken. Das hilft mir auch oft. Milch, Kalzium, das, ich weiß auch nicht warum, aber das hilft bei mir wie verrückt. Und dann werde ich mich jetzt die nächsten Tage mal schonen. Hoffe aber trotzdem, dass das Freitagsvideo was wird. Und wenn nicht, dann werde ich euch Zettel schreiben. Also, mir fällt bestimmt was ein, um euch dieses Video zu ermöglichen. Es ist mir nämlich auch sehr wichtig, dass ich diesen Rhythmus beibehalte. Ja. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt von Sachen, die mich mein Gehirn noch mehr reizen, fernhalten. Also Wasser, Menschenmengen, Lärm und sowas. Da werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal einen riesen Bogen drum machen. Ja, und sonst kann ich jetzt eigentlich nicht mehr viel tun, außer sagen, ich hoffe, dieses Video hilft euch weiter. Falls nicht, dann schreibt mir gerne Fragen in meine Kommentare. In meiner Infobox sind wie immer alle Infos, meine E-Mail-Adresse, mein Facebook. Das wäre dann die bell.riedmeier@outlook.com. Yay, noch zusammenbekommen. Da bin ich jetzt gerade wirklich stolz drauf. Dann ist dann noch diese. Ja, in meine Kommentare könnt ihr mir was reinschreiben. Und Sekunde, weil jetzt kommt gerade meine, ist meine Mom, komm mal kurz rein, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich erzähle gerade meinen Zuschauern und wie das ist kurz vorm Overload und was hilft danach. Ich versuche nur gerade raus, noch irgendwas, was danach hilft, habe ich jetzt die Lasea, die Baldrian, viel Schlaf, Ruhe, Trinken, ja, Trinken.
viel trinken hilft auch. Und ja. Geräuschkulissen ausblenden. Genau, das hilft auch. Geräuschkulissen ausblenden und abschalten. Und ja, dann sind wir jetzt noch beim letzten Teil, nämlich ich bin auch auf Facebook, nämlich unter Elabella Flor. Und meldet euch, also wenn ihr Fragen habt, schreibt mir, ich freue mich über jede Frage, weil ich versuche ja euch dieses Thema näher zu bringen und ich kann ja nicht euch sagen, was ihr wissen wollt, wenn ihr mir nicht sagt, was euch noch interessiert. Oder ich kann euch nicht helfen, das Thema besser zu verstehen, wenn ihr mir keine Fragen dazu stellt. Also dann, ich hoffe bis Freitag und ciao!